Hast du dich schon einmal gefragt, was für Sünde das gewesen ist, die diese eine Frau zu den Füßen Jesu getrieben hat? Und ich vermute, du hast es getan und du weißt die Antwort. Weil in den Köpfen der meisten ist es eine Ehebrecherin oder eine Prostituierte, sowas in die Richtung. Steht aber nicht so geschrieben. Warum Lukas nicht genau schreibt, was sie getan hat, das ist ein bisschen irritierend. Also in den Kommentaren, die ich gelesen habe, ist es auch klar, sie war eine Prostituierte, das geht aus dem ganzen Kontext, dem jüdischen Kontext hervor. Aber das steht nicht im Evangelium, wird nicht ausdrücklich gesagt, weil es einen Grund dafür gibt. Alles, was in den Evangelien festgehalten ist und was nicht festgehalten ist, ist von Bedeutung. Und als Lukas das geschrieben hat, diese Geschichte, war ihm etwas anderes wichtig. Nicht die Sünde der Frau steht im Vordergrund, sondern sie selbst. Und ich glaube, das ist etwas, was für sehr viele von uns von großer Bedeutung ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Umgang mit deinem persönlichen Scheitern, mit der Sünde, die auch sicher in deinem Leben hier und dort zugegen ist. Wie schwer man sich tut, weil so oft hat man nur das eine vor Augen, was man Schlechtes getan hat. Mag es groß oder klein sein. Unsere Fehler halten wir uns selber oft vor die Augen. Und wenn wir es nicht tun, dann machen es andere. Aber diese Frau zeichnet eine große Entschlossenheit aus. Sie will dem ein Ende setzen. Und sie ist diejenige, die etwas in diesem Evangelium überhaupt tut. Jesus ist nur da, er erklärt, lässt mit sich Dinge anstellen, aber im Grunde genommen tut er nicht besonders viel. Die Einzige, die da wirklich etwas macht, ist diese Frau. Und wenn man sich vorstellt, was sie da so gemacht hat, wird es noch krasser. Weil es sind vielleicht Sachen, die nicht viel sagen. Die geht zuerst in das Haus dieses Pharisäers. Und wer schon mal im Vorderen Orient war, ich nicht, aber ich kenne es aus Filmen und so. Also es ist zugänglich, diese Erfahrung. Es ist eine sehr patriarchale Gesellschaft. Und wenn sich Leute treffen, dann treffen sich Männer mit Männern und Frauen mit Frauen in getrennten Räumen. Man begegnet einander nicht besonders oft. Und in so eine Versammlung kommt diese Frau. Das ist so, als ob du an einen Stammtisch in einem Gasthaus treten würdest und dich da einfach dazu hinsetzen würdest. Das passt nicht zusammen. Es könnte sein, dass dir jemand sagt, du verschwinde, das ist unser Stammtisch, du hast hier nichts zu suchen. In seiner Situation begibt sich diese Frau. Wenn man weiter sieht, sie vergisst ihre Tränen über die Füße Jesu, sie salbt seine Füße mit einem Öl, sie berührt ihn. Und ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die uns heutzutage nicht so fremd ist. Weil, ja gut, in unseren Breitengraden, im Süden ist es ein bisschen anders, da umarmt man fremde Menschen ohne Grund. Bei uns, ja also so viel Abstand, so 30 cm ist Mindestmaß, und besser noch ein Meter, dann kann man sich gut unterhalten, man kommt sich nicht zu nahe. Und diese Frau, die geht direkt zu ihm, zu Jesus, und geht und fasst ihn an. Kannst dir vorstellen, Jesus sitzt an diesem einen Stammtisch, in diesem einen Lokal, du gehst da rein, setzt dich zu diesem Tisch und umarmst ihn. Ich muss sagen, diese Frau hat eines ausgezeichnet, diese Entschlossenheit und der große Mut.
Aber sie hat es aus einem Grund gemacht. Weil sie nicht mehr wollte, dass das, was ihre Sünde ist, sie in ihrem Leben bestimmt. Und Jesus erkennt das ganz genau. Also er weiß ganz genau, was im Herzen dieser Frau vorgeht. Ihn interessiert auch nicht die Sünde. Er fragt sie nicht, was sie getan hat. Es ist auch unwichtig, was sie getan hat. Das hat keine Bedeutung. Und ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Also das sage ich manchmal im Beichtstuhl und nicht immer stößt es auf Verständnis. Ich sage oft, Gott interessiert deine Sünde nicht. Es ist nicht so, dass er irgendwie gefühllos ist und ihm das wirklich ziemlich egal ist. Aber ich glaube, das ist es doch. Gott ist es egal, was ich in meinem Leben sündige. Das interessiert ihn nicht im Geringsten. Das, was Gott wirklich interessiert, ist dein und mein Herz. Diese Zuwendung, vielleicht auch die Verletzungen, die wir uns durch die Sünde zugefügt haben, das haben wir in der ersten Lesung gehört, wo David, ja, die Leviten gelesen werden, seine Untreue zu Gott, und das hat Konsequenzen. Sein Volk wird nie mehr Frieden finden. Nicht, weil Gott das straft. David hat sich das selber eingebrockt. Aber er schickt zu ihm diesen Propheten, den Nathan, der ihm etwas verkündet. Dein Weg mit Gott, der ist wichtig. Und wie man sieht, am Leben von David hat er seinen Frieden auch am Ende gefunden, auch wenn sein Leben nicht einfach war. Und das, was wir an dieser Frau sehen, die heute zu Jesus kommt, ist das Gleiche. Sie geht genau zu der Quelle, nicht auf Umwegen, sondern direkt zu ihm, sagt ihm, was, also sie sagt ihm nicht einmal, was Sache ist, weil er das ganz genau weiß. Sie geht zu ihm und umarmt ihn und weint nur. Weil sie weiß, nicht so sehr, weil sie es bereut. Ich glaube schon, dass sie es bereut hat, sonst hätte sie das alles nicht auf sich genommen. Aber das ist nicht das Entscheidende, diese Reue in ihr, sondern die Liebe, die sie in die Arme Jesu getrieben hat. Und das ist das, was also ich selber immer wieder aufs Neue lernen muss, aber ich glaube, was sehr viele Christen heutzutage lernen müssen, dass das, was uns in die Arme Gottes treibt, nicht das Schlechte sein soll, sondern unsere Liebe. Die muss man suchen, damit man so zu Jesus kommen kann wie diese Frau heute. Kannst du diese Liebe in dir finden? Was treibt dich in seine Arme? Das sind keine einfachen Fragen und die Antworten, die ich für mich selber habe, sind nicht befriedigend. Also ich kann nicht sagen, dass ich den Herrn so liebe wie diese Frau aus dem Evangelium. Ich kann mich ihm nicht völlig so hingeben, vor ihm hinwerfen, kann ich noch nicht. Aber ich bin auf dem Weg und ich weiß, dass Gott mit mir diesen Weg geht. Und ich kann jederzeit, wenn ich keinen Ausweg mehr sehe, auf ihn zählen. Er verurteilt nicht, er schafft eine neue Perspektive, er gibt Leben. So, ich lade dich dazu wirklich ein, stelle dir diese Frage. Was treibt mich zu Jesus hin? Was treibt mich in seine Arme? Ist es Angst, Reue oder sonst was oder Liebe? Prüfe dich.
Und versuche vielleicht diese Liebe, die in jedem von uns ist, größer oder kleiner, sonst würdest du nicht hier sitzen. Versuche sie wirklich zu pflegen, sie ins Auge zu fassen. Dann braucht man auch keine Angst davor zu haben, sich so zu Deppen zu machen wie diese Frau. Mit dem, was sie gemacht hat, war auch noch ein erhebliches Risiko verbunden. Aber sie hat es gemacht, weil sie wusste, der, zu dem sie geht, ist der Richtige. Er wird ihr wirklich ein neues Leben schenken. Und ich wünsche es dir vom ganzen Herzen, dass du dieses neue Leben in Jesus jedes Mal findest, wenn du dich vielleicht so mies fühlst wie diese Frau aus dem heutigen Evangelium oder wenn du einfach einen schlechten Tag hast. Er ist derjenige, zu dem man fliehen kann und sollte.